Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am 19. Sonntag nach Trinitatis. Gast und Gast sind ja nicht immer deckungsgleich miteinander. Die einen hat man gern, da stimmen, reden und schweigen zusammen. Man weiß, das wird eine gute Zeit und wenn der Gast wieder geht oder die Gäste wieder sich zum Aufbruch bereit machen, hat man das Gefühl, die Zeit ist viel zu schnell vergangen, man hatte viel zu wenig davon. Und dann gibt es die Gäste, die es auch gibt. Die, die immer irgendwelche Tipps bereit haben, die man gar nicht braucht. Die, die immer irgendwo rumquengeln müssen und denen immer irgendwas nicht passt. Und die in der Regel Geschichten erzählen, die man gar nicht hören will und die eher zum Augenverdrehen sind. Diese Gäste verabschiedet man dann gern, lässt es sie aber möglichst nicht wissen. Wir sind ja irgendwie dann doch immer wieder freundlich. Ob es immer richtig ist, ist dann die andere Frage. Bei mir sind es manchmal dann auch die Lebens- und Überlebenstipps der Kabarettistin Gerburg Jahnke, die mich solche Situationen unbeschadet überstehen lassen. Gerburg Jahnke hat lange das Frauenkabarett Ladies Night moderiert. Und ich liebe ihren Humor, obwohl ich ein Mann bin, denn die kriegen es ganz oft ab. Die Frau kennt sich aus und mit einem Lachen erträgt sich dann doch wirklich so manches besser. Einer ihrer besten Tipps beginnt mit der Frage, wie kommt man als Frau am besten durch den Heiligen Abend? Es ist ein Fest, wo alle zusammenkommen, die, die man gerne dabei haben will, naja, und die, die notgedrungen dann auch immer noch mitkommen. Diese Melange verspricht alle Jahre wieder, spannend zu werden, und in vielen Fällen ist sie das auch. Wie kommt man also nun unbeschadet durch einen so besonderen Festtag? Frau Jahnkes Antwort ist so einfach wie genial: mit Alkohol. Sie warnt dabei zugleich vor exzessivem Vorglühen, das würde Fragen aufwerfen. Sie rät hingegen zum Mancherie-Frühstück, dann zu Rotwein, mit dem wirklich alles geht, und dann neben manchem hochprozentigen dann doch zum Abschluss mit einem Cointreau und einigen Tropfen Espresso einzuladen. Und wenn sie da dann angelangt ist, dann sind auch die mühsamsten Gäste erträglich. Diese Szene ist einfach köstlich. Der Mensch, der uns heute begegnet im Predigtext und von dem uns so gut wie nichts erzählt wird, der dürfte diesen Sketch sicherlich sofort beherzigt haben, hätte er gewusst, was da auf ihn zukommen wird. Denn aus den Anfangsworten, mit dem der Evangelist Markus im 2. Kapitel die heutige Erzählung eröffnet, lässt sich das lebensumstürzende Drama, das ihm da begegnen wird, nicht ablesen. Da heißt es: Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Dieses Haus ist das Haus des Petrus und seiner Familie. Im vorigen Kapitel wird es erwähnt. Petrus hatte sich erst vor kurzem zum Jünger Jesu rufen lassen. Ob er wirklich schon ahnte, was das bedeuten würde? Denn es sprach sich jetzt schnell herum, dass Jesus wieder da ist und sich wieder in seinem Haus befand. Was nun folgt in der Erzählung, lässt sich nun wirklich nur noch mit einem stärkenden Mancherie-Frühstück bestehen, hätte es das damals schon gegeben. Markus berichtet, und es versammelten sich viele, sodass nicht Raum genug war, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Die Romantik täuscht. Die Häuser damals waren klein. Und dieses scheint schon so voll mit Menschen zu sein, die Jesus hören wollen, dass darin gar kein Platz mehr war. Sie standen alle draußen. Heute haben wir da unsere Vorgärten und fänden sie am Ende zertrampelt wieder. Robbie hätte ganz neue Hindernisse vor sich und käme mit dem Mähen gar nicht voran. Aber Jesus beeindruckt das nicht. Er sagt den Menschen Gottes Wort, so gedrängt es da auch sein mag. Er erzählt ihnen von dem, was sein Auftrag ist. Er lässt ihnen Bilder eines neuen Lebens aufsteigen und weckt die Sehnsucht nach mehr. Wenn Jesus da ist, dann weitet sich die Welt der Hörenden.
wenn sie denn wirklich hören. Von der Anwesenheit Jesu erfahren auch 5 Freunde. Einer von ihnen ist gelähmt. Sie haben eine Idee. Wenn Jesus schon da ist, dann könnte der doch vielleicht was für ihren gelähmten Gefährten tun. Also legen sie ihn auf eine Trage und bringen ihn zum Haus des Simon Petrus. Aber was wir heute Fanclub nennen würden, steht da und gebärdet sich wie die Gaffer auf der Autobahn, wenn es gekracht hat. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, das ist schon ein Ding. Da ist einer, der Hilfe braucht, und er wird nicht durchgelassen, wie der Krankenwagen zum Unfallort. Und wir müssen uns nicht vorstellen, dass am Haus eine unübersehbare Menge stand. Kapernaum war klein und Wege dorthin waren weit. Platz zu machen wäre also recht leicht gewesen. Aber nein, schon damals war sich jeder selbst der Nächste. Man könnte ja was verpassen. Und das in Hörweite Jesu. Keiner machte Platz für den, der sich nicht helfen konnte. Vielleicht hat Simon Petrus dies von seinem Haus aus beobachten können. Aber auch er konnte wohl nichts machen. Und so mag er gesehen haben, wie die 5 wieder abzogen. Als Jünger Jesu, so gerade am Beginn seiner Geschichte mit ihm, wird er vielleicht noch deutlicher den Bruch gespürt haben, den dieser Abzug der Freunde bedeutet hat. Aber er hat bestimmt nicht mit dem gerechnet, was jetzt passieren würde. Jesus war ja zunächst mal als gern gesehener Gast ins Haus gekommen und die übrigen Freunde auch. Die anderen Menschen waren halt mitgekommen, man wies ja keinen ab. Aber das hat die Familie schon sehr gefordert, denn es gab natürlich etwas zu essen und zu trinken. Das war üblich, wenn man Gäste hatte. Doch auf einmal begann der Putz von der Decke zu bröckeln. Schläge waren zu hören. Und mehr fielen die Brocken von dem flachgedeckten Haus auf den Tisch. Man kann sich vorstellen, wie alle aufsprangen, wie schnell die Familie all die Sachen an die Seite geräumt hatte und dann krachte ein großes Stück herunter und gab ein Loch in der Decke frei. Es staubte ordentlich, doch auf einmal schien die Sonne herein, das Haus wurde heller und durch das Loch senkte sich der Gelähmte auf der Bahre, von seinen Freunden gehalten, herab. Ich stelle mir vor, das passierte in meinem Haus. Umso mehr verstehe ich Gerburg Jahnkes Tipps zum Hauptgang. Rotwein, damit geht alles, auch sowas. Da freut man sich über diesen tollen Gast und am Ende ist das Dach kaputt, wegen ihm. Der Rest der Erzählung ist bekannt. Jesus vergibt dem gelähmten Mann zunächst all seine Sünden, all seine Fehler, die er begangen hat. Und er verwahrt sich gegen all jene, die meinen, dass er das nicht dürfe. Und dann heilt er den Mann und der steht auf, nimmt seine Trage und geht. Und Petrus? Petrus steht da und schaut mit dem Bruder und dem Rest der Familie zu, schaut nach oben an die Decke, sieht den Staub und den Dreck und putzt sich den Staub aus der Kleidung. Lehmstaub ist unglaublich hartnäckig und bestellt einen Cointreau mit Espressotropfen. Diese Szene, die nicht berichtet wird, aber die es sicher so oder in anderer Form gegeben hat, diese Szene ist für mich der entscheidende Moment, der über das Handeln hinaus Jesu weist. Die Berufung des Petrus und seines Bruders war nur der erste Schritt. Die Familie erlebt hier, was es bedeutet, wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt. Sie bedeutet neue Bewegung im Leben eines Menschen, der sich gewöhnt hatte an seine Erkrankung, weil keine Aussicht auf Heilung bestand. Ein neues Bedenken auch des Lebensraumes bei Petrus, der Jesus in sein Haus geladen hatte. Ein neues Bedenken dessen, von dem man immer dachte, es sei sicher und klar
Und so kann es wohl gehen. Und wie es den anderen ging, das kann man nur erahnen. Aber der Mensch, der die Begegnung mit Jesus nicht scheut, der kann erleben, dass vieles von dem, was bisher sein oder ihr Leben gewesen ist, vor Jesus keinen Bestand mehr hat. All das, was wir als sicher und fest geglaubt haben, kann Jesus aufdecken als möglichen Selbstbetrug. Unser Lebenshaus mag hell und sicher scheinen, und Jesu Anwesenheit deckt das Dach ab und macht es wirklich licht und hell. Jesus krempelt alles um. Man ist in ganz schöner Gefahr, wenn man sich Jesus aussetzt, denn es könnte sein, dass nichts auf dem anderen bleibt, nichts da bleibt, wo man es bislang immer sicher und fest geglaubt hat. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Auch kein Mancherie-Frühstück kann das. Ist Jesus da und er packt mich dann mit seiner Präsenz, mit seiner Botschaft, dann ist jeder schlagartig nüchtern und mag sich schütteln, mag sich befreien von dem Staub des Alten, mag die Tragen und die Krücken fortwerfen, mag lachend in dem neuen Licht, im eigenen Leben noch einmal ganz andere Schritte versuchen und den Espresso am Ende pur nehmen. So kommt man am besten hier durch. Amen. Lassen Sie uns beten. Gott Vater, mach uns demütig, dass wir uns deinem Sohn, unserem Bruder, anvertrauen, ihm folgen, neu werden. Mit dieser Bitte bringen wir auch alle vor dich, die mit uns schwach sind und gebunden an vieles, das sie beschwert. Sprich nur ein Wort, so wird es besser mit ihnen. Vater, wir bitten dich um Sorgfalt, Liebe und Ehrfurcht vor dem Leben, um Platz in unserem Herzen für die, die allein sind. Wir bitten um das Ende der Angst voreinander. Wir bitten, dass unsere Schuld nicht böse Folgen habe. Wir bitten um Frieden. Vater, hilf Reichen und Hungernden, Fröhlichen und Bedrückten, Hoffnungsvollen und Sterbenden, dass sie erfahren, was gut ist und heilsam und ewig durch die Begegnung mit Jesus, deinem Sohn, unserem Bruder. Und mit seinen Worten beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in der kommenden Woche. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.